Grüßt euch! Heute will ich euch einen ganz wichtigen Tipp für die Arbeit mit Vallejo-Farben geben. Die Farben sind schon gut von Vallejo. Eine große Auswahl sehr schöner Farbtöne, dann ganz praktisch die Tropffläschchen. Dadurch kann man die sehr gut dosieren. Und gemischt wird einfach durch Schütteln. Wenn man es gut machen will, kann man auch ein bisschen noch auf den Tisch hauen. Ich habe aber leider festgestellt, dass die Farben trotzdem nicht gut durchgemischt sind. Gerade bei etwas älteren Fläschchen stelle ich fest, dass ich entweder sehr viel Dickes habe oder sehr viel Dünnes. Keine optimale Mischung mehr. Bei beiden. Bei Modell Air wie bei Modell Color. Und besonders problematisch ist es natürlich bei Modell Air, weil dann die Farben möglicherweise den Airbrush verstopfen. Es gibt aber eine ganz praktische Lösung. Indem man einfach eine Edelstahl ist wichtig, darf natürlich nicht rosten, Edelstahlmutter in jede Flasche macht. Die Edelstahlmutter klickert nicht nur, die rüttelt natürlich die Farbanteile viel besser auf und durcheinander. Ich mache jetzt in jedes Vallejo-Fläschchen, egal ob Modell Color, Modell Air, Surface Primer oder die Washings, immer so eine Edelstahlmutter rein. So ein Päckchen sind 100 Stück drin. Bezahlt habe ich bei der Baustoffhandelsgesellschaft 3,70 Euro, also 3,7 Cent kostet ein so eine Mutter. Bei neuen Model Air Farben fülle ich die übrigens immer auch bis oben hin mit dem neuen Airbrush Thinner voll. Dann haben die auch die richtige Verdünnung gleich. Praktisch ist das. So, das kommt da drauf natürlich. Liebe Leute von Vallejo, warum verdünnt ihr die Airbrush-Farben nicht gleich so, dass sie perfekt spritzfertig sind? Und schauen wir mal. Hm? Das gibt doch einen schönen Sprühstrahl. Also jetzt immer so eine Mutter ins Fläschchen. Danke und auf Wiederschauen.